Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Garagentalk. Ja, warum? Ja, einfach so. Also, naja, mehr oder weniger. Ja, wir haben ein Update bekommen. 4.0 Kriegsgeschichten. Und dort gibt es jetzt, ja, eben genau diese. Es gibt zwei Kapitel Solo-Kampagne quasi, die wir im Spielmodus-Auswahlmenü finden, hier oben. Kriegsgeschichten, gehen wir mal rein. Ich bin jetzt einmal durch beide Kapitel. Es gibt bisher nur Waffenbrüder und Brennpunkt Berlin. Die anderen beiden werden wohl in Kürze oder wann genau, weiß ich jetzt gar nicht, aber bald erhältlich sein. Hier steht's. Ja, das Ganze sind zwei nette Story-Kampagnen, die sich aber mehr so an Anfänger, Einsteiger so richten. Also Profis werden hier nicht vor riesige Aufgaben gestellt. Also es ist eine ganz nette Runde. Es gibt jeweils drei Abschnitte, drei Kapitel, die zu spielen sind. Und ja, wie gesagt, ich habe das jetzt einmal durch. Zu Anfang gab es ja, wie üblich, mal wieder Probleme. Man kam nicht so wirklich rein. Also es hieß dann immer Gefechts, nee, Wartezeit irgendwie überschritten und dann ging es wieder zurück in die Garage. Wargaming war wohl mal wieder nicht darauf vorbereitet, dass doch ein paar mehr Spieler diesen Modus ausprobieren wollen. Ja, naja. Jedenfalls, ich bin auch, glaube ich, auch erst am zweiten Tag, als es nachdem es erschienen ist, das Update, endlich mal reingekommen. Habe dann dieses Gefechtsschießen gemacht, was als Tutorial mehr so zu sehen ist. Ja, wenn man einmal durch ist, dann gibt es den Herausforderungsmodus. Dann darf man auch mit seinen ganzen anderen Panzern das Ganze angehen. Hier am Anfang ist ja jeweils einer vorgegeben. Einmal in dieser Kampagne und in der anderen Kampagne. Und hat man das erreicht oder erledigt, dann gibt es den Herausforderungsmodus und man darf auch mit anderen Panzern das Ganze angehen. Was aber wirklich erwähnenswert ist, sind die Belohnungen, die man hier abgreifen kann. Also allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Menge Silber. Also jetzt nicht nach Gefechtsende, wie es so üblich ist, sondern als Belohnung für das Abschließen eines Kapitels gibt es dann auch nochmal ganz anständig Silber. Vor allem bei der zweiten Kampagne habe ich das jetzt gehabt. Ich glaube, insgesamt irgendwie um die 400.000 Silber gab es. Zusätzlich gab es auch noch, und was das fand ich sehr, sehr schön, 20.000 freie Erfahrungspunkte. Ich glaube, das variiert sogar. Ich glaube, der ein oder andere hat auch schon 30.000 oder 40.000 sogar bekommen. Also da gibt es einiges zu holen und diverse Boni, noch wie mal 2, also 200% Silber oder Besatzungs-EP-Boosts und sowas gibt es auch. Also das lohnt sich dann schon, das mal anzugehen. Ist auch relativ zügig durch das Ganze. Nur was länger dauert, ist die Wartezeit zwischen so einem Kapitel. Also wenn man das jetzt startet, das kann ruhig mal 3-4 Minuten dauern, bis es dann endlich losgeht. Aber es geht immerhin los. Ich habe jetzt keine Probleme mehr gehabt, dass ich irgendwie wieder zurückgeworfen wurde in die Garage. Das klappt, nur es dauert halt ein kleines Momentchen länger, bis man dann loslegen kann. Ja, so viel eigentlich dazu. Ich glaube, wir werden das hier jetzt nicht nochmal anspielen oder so. Das könnt ihr ja wohl selber machen. Ich wollte es nur mal eben erwähnen, für die, die das vielleicht noch gar nicht ausprobiert haben und so schon mal eine kleine Vorinfo bekommen. Ja, was gibt's denn sonst noch Neues mit dem Update? Es gibt so ein paar kleine kosmetische Feinheiten in der Garage hier. So ein paar Dinge sind, glaube ich, anders angeordnet. Der Name steht da jetzt rechts und ich glaube, das ist ein klein wenig angepasst, also nichts Großes, nichts Besonderes. So ein paar Panzernamen sind, glaube ich, angepasst worden. Ich meine nämlich, dass meine Lorraine hier jetzt nicht mehr ausgeschrieben steht, sondern nur noch Law 40 Tonnen heißt. Aber auch das ist ja eigentlich nicht der Rede wert. Wir haben sonst noch ein paar Anpassungen gehabt an Karten, dass man nicht irgendwie in irgendwelche Felsspalten oder sowas rutschen kann oder feststeckt oder so, oder irgendwelche Hügel nutzt, die man gar nicht nutzen soll. Irgendwie ist da was angepasst worden, aber gut, ja, warum nicht. Und wir haben auch wieder eine neue Karte bekommen, mit zugefroren, eine neue Stadtkarte, eine weitere Stadtkarte.
Ja, gegen neue Maps ist ja an und für sich nie was auszusetzen, also dagegen ist ja nichts zu sagen, aber ich hätte auch viel lieber erstmal die Maps, die wir nicht mehr haben, die alten wieder, wie zum Beispiel Drachenkamm, wie zum Beispiel Heiliges Tal, wie zum Beispiel Verstecktes Dorf oder Fjorde und wie sie alle heißen, die sind ja momentan nicht dabei. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau warum. Und ich hatte nur mal gehört, dass es irgendwie zu Abstürzen führt auf diesen Maps aus irgendwelchen Gründen. Oder führen kann. Bin da nicht ganz sicher, aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das vorherige Update, seitdem sind diese Maps nicht mehr dabei. Also da ist schon wieder eine ganze Zeit vergangen. Ja, und trotzdem kriegen wir immer wieder neue. Aber wie gesagt, ist nichts dran auszusetzen. Nur ich hätte auch gerne die alten wieder. Wie so viele wohl auch von euch. Ansonsten, ja, die Map zugefroren, wie sie auf Deutsch heißt, ist ja eine Stadtkarte. Ich habe sie auch tatsächlich noch nicht halt so häufig gehabt, ich glaube 3, 4 Mal erst. Boah, ist nichts Großes, nichts Besonderes, sage ich mal. Ist wie die anderen Stadtkarten auch schnell und zügig erledigt. Ja, ansonsten. Die Ob ist ja jetzt auch demnächst zu Ende. Die große Monats-Ob mit den Punkte-Spielen. Ich stehe jetzt erneut wieder bei 540. Ich bin die 1000 einmal durch und nochmal 540. Das heißt, ich kann mir da nochmal das eine oder andere gönnen. Wahrscheinlich wird es hier einmal die 7 Tage Premium sein. Den 6er Sentinel hier, den Experimental. Tier 6, der interessiert mich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich habe den Cromwell B, also was soll ich hier mit noch einem Medium 6er Briten? Dann nehme ich, glaube ich, lieber die 7 Tage Premium. Gut, die gibt es hier auch, aber hier habe ich dann 350 Punkte nur verbraucht. Hier brauche ich dann 500 und dann kann ich mir noch ein bisschen Kleinkram noch dazu holen. Vermutlich hier zweifach, dreifach EP Boost, die sind immer gut. Wie ich finde, also die lohnen sich eigentlich immer. Das werde ich dann wohl so nochmal in den Angriff nehmen, noch abgreifen. Mal gucken, was noch kommt. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen Punkt noch drauf. So allzu viel wird es ja wohl nicht mehr werden. Also ich denke mal, 600 werde ich wohl nicht mehr erreichen. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute. Habe mir ja den Chieftain gesichert. Also alle Panzer, die ich haben wollte oder haben will, wollte, habe ich auch. Von daher, alles andere, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Ja, ansonsten, wir haben bei den Tschechen, für die, die sich interessieren, für die Tschechen. Ist jetzt der Skoda T40 mit drin. Ist jetzt erwerbbar, der 6er Premium. Ist ja ganz gut, wenn man mal eine Crew leveln möchte. Für mich jetzt nicht mehr so interessant. Ich habe jetzt ja, einigermaßen brauchbare Crew hier auf den TVP und es wandert ja eh immer direkt mit. Von daher brauche ich das nicht. Ich werde ja auch keinen der vorherigen wohl behalten. Gut, im Moment, den hier, doch, den Skoda T25, den Autoloader, den habe ich noch, aber natürlich ohne Crew. Mal schauen, ob ich da nochmal was in Angriff nehme, aber eigentlich wandern die alle mit, bis ich dann endlich beim TVP T50, 51 angekommen bin. Ich werde da wahrscheinlich nichts weiter behalten. Ja, was hätten wir sonst noch? Wir haben, glaube ich, gerade wieder ein bisschen Rabatt auf Premium Russen. Genau. Wer da zuschlagen will, sollte das dann vielleicht jetzt langsam mal tun, denn 20% weniger ist ja schon mal ganz nett. Ja, was haben wir sonst? Was geht bei mir in der Garage gerade? Ich habe neu dabei, ja, wie gesagt, den Chieftain, den Cromwell B, den Black Prince, AT-15 sind meine momentanen Briten.
Grinds und dann habe ich da immer zum Trainieren, weiter zum Trainieren, Chieftain und Cromwell B. Den Black Prince allerdings, den finde ich ehrlich gesagt total beschissen. Keine Ahnung, ich fahre den tatsächlich nur einmal täglich im Testgelände, hole immer ungefähr meine 3000 EP ab und mehr mache ich damit nicht. Ich grinde den quasi im Testgelände. Beim AT15 ist es schon ein bisschen anders, den fahre ich natürlich normal. Der ist auch einigermaßen brauchbar, also gar nicht mal so schlecht, wie ich es dachte. Mal schauen, ja, dauert noch ein bisschen bis der Tortoise, aber wir sind dran. So, bei den Amis, okay, T57 RW, alles da. Beim Grind zum Leopard 1 sind wir mittlerweile angekommen beim 7er VK3702D. Ja, dazu gibt es ja natürlich wieder gesonderte Videos. Dann bin ich beim Ferdinand so langsam auf dem Endspurt Richtung Jagdtiger. Es fehlen nicht mehr wahnsinnig viele EP. 150.000 brauchen wir. Da ist noch knapp 31.000, dann geht's los. Dann haben wir T54 noch am Laufen. Das dauert natürlich noch. Ich spiele ihn bis zum Objekt 140, nicht 62 Alpha. Ich habe mich fürs Objekt 140 entschieden. Die sind sich ja relativ ähnlich. Und ja, es sollte dann das Objekt 140 sein. Dann T150 Grind zur dritten Gunmark gestaltet sich dann doch schwieriger, als ich dachte. Ich stand ja schon bei 94,9% und danach konnte ich machen, was ich wollte. Es waren ausnahmslos Scheißrunden dabei. Bin schon wieder so dermaßen abgerutscht, dass das wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht geglaubt, aber doch, ist so. Naja, was soll man machen? Und ich habe einen weiteren Grind begonnen, so ganz locker flockig hier mit einem Zoo-Grind. Ich bin jetzt gerade bei der Zoo 85. Können wir mal eben reingehen in den Baum? Waren wir zwar schon vorhin, aber egal. Hier sind wir bei der Zoo 85. Dort, ich habe nämlich noch nie eine Zoo gespielt, deshalb wollte ich mich hier jetzt auch mal dran wagen. Bin noch nicht ganz sicher, wo es denn hingeht nach der Zoo 100. Ich dachte mir eigentlich erstmal zum Objekt 263, aber vielleicht nehme ich auch eher Richtung Objekt 268. Könnt ihr mir ja mal vielleicht mal ein paar Tipps geben, falls ihr auch die Dinger schon habt oder auch dabei seid, für was ihr euch entschieden habt oder für was man sich am besten hier entscheiden sollte. Bin da irgendwie noch nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Und ja, ansonsten, Oho ist noch da, natürlich. Das läuft immer nur nach und nach. Und der TVP habe ich momentan, also zuletzt ein bisschen vernachlässigt, aber ist natürlich auch nicht vergessen. Ja, das war's eigentlich zum Thema Update, ja, 4.0. Ja, wie gesagt, sind jetzt ein paar Offline-Story-Kapitel-Kampagnen machbar. Ganz nett, aber nichts, was man jetzt unbedingt gemacht haben muss, sage ich mal. Allerdings, es lohnt sich, denn wie gesagt, die Belohnungen, die man da erhält, sind gar nicht mal schlecht. Okay, dann soll es das erstmal wieder gewesen sein und man hört sich. Bis dann.